Ich freue mich mega, dass ich heute mit euch ein Video teilen kann. Heute ist der Geburtstag von meinem Kanal. Geburtstag? Ja, es ist der Geburtstag von meinem Kanal. Am 31.05.2016 ist dieser Kanal entstanden worden. Er ist entstanden worden, weil der vorige Kanal gesperrt wurde. Es war für mich natürlich vor 4 Jahren keine leichte Zeit, neu anzufangen. Aber nach 4 Jahren stehe ich da und möchte sagen, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr stolz und ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich so eine heftige Community hinter mir habe. Ich habe Leute, die tagtäglich auf meinem Kanal raufschauen. Ich habe Leute, die tagtäglich meine Videos liken und kommentieren. Und das ist für mich so eine heftige Motivation. Wir sind auch in letzter Zeit sehr groß gestiegen und wir steuern auf die 5000 Abonnenten zu, was für mich echt heftig ist. Ich werde euch mal ganz kurz einen Clip einblenden, wie ich vor 4 Jahren geredet habe und wie ich vor 4 Jahren ausgesehen habe. Fangen wir nochmal von Anfang an. Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Georg Zwiesel mal back on YouTube. Die meistgefragte Frage bei meinen Abonnenten ist: Wo ist denn dein YouTube-Kanal hingehört? Sehr gute Frage, meine lieben Freunde. Ich kann sich schon der ein oder andere vorstellen, was mit dem Kanal los ist. Er wurde gelöscht. Ja, Leute, es ist echt heftig. Trotz allem, meine lieben Freunde, möchte ich mich wirklich sehr kräftig bedanken bei euch. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst, Leute, obwohl Corona ist, aber egal, ich danke euch wirklich sehr, sehr herzlich für euren heftigen Support, Leute. Ich bekomme öfters Privatnachrichten sowie Chats von euch zugesendet, wo Leute schreiben, du machst echt tolle Videos, ich schaue deine Videos jeden Tag an. Und das ist für mich so eine heftige Motivation, Leute, ihr glaubt mir nicht. Wenn ich am Tag aufstehe und sehe, mein Video hat über 20, 30 Likes, ich freue mich mega. Ich sehe, Leuten interessiert es. Die Leute feiern meine Videos. Ihr müsst euch vorstellen, ich filme hier mit der Kamera, schneide dieses Video an meinem Laptop und warte danach nur auf euer Feedback. Mehr mache ich nicht. Und wenn ich sehe, dass euer Feedback gut ankommt, dann warte ich nur ab, bis der nächste Tag kommt, um die Kamera wieder einzuschalten und wieder ein Video zu machen. Ich danke jeden Einzelnen sehr herzlich für euren heftigen Support, für eure Unterstützung. Danke vielmals. Danke für euren heftigen Support. 4 Jahre Georg CB auf diesem Kanal und ich hoffe auf weitere Jahre, meine lieben Freunde. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Peace out.